Servus, liebe FCH-Fans und herzlich willkommen zum 11. Spieltag der virtuellen Bundesliga. Heute heißt es Würzburger Kickers gegen den 1. FC Heidenheim. Und das ganze Ding hat eine kleine Besonderheit, denn es ist das letzte Spiel des Jahres 2020, beziehungsweise der letzte Spieltag. Denn nachher steht ja noch das Spiel gegen Sandhausen auf dem Programm. Und vorab die Information, bevor wir jetzt gleich direkt reinstarten: Heute wird kein Doppel gespielt, das hat was mit Covid-19 zu tun. Ihr könnt es euch denken, klar, auch hier soll Kontakt vermieden werden. Deswegen sehen wir jetzt zwei Einzel und das erste findet auf der PS4 statt. Und der Gegner von Danny, den ihr rechts unten seht, heißt David Dave Quack. Hat seinerseits 9 Tore erzielt, einen Sieg bisher. Und dann schauen wir nochmal ganz schnell auf die Tabelle. Der FCH Zweiter und die Würzburger Kickers auf Platz 11. Also auf dem Papier eigentlich eine deutliche Geschichte, aber wir wissen alle selber in FIFA, wie es ist. Da kann alles passieren. Dementsprechend jetzt natürlich Daumen drücken und ich freue mich jetzt natürlich auch auf eure Fragen während des Spiels. Ihr kennt das ja, es ist das gleiche wie immer. Interviews nach dem Spiel. Also haut's einfach rein in den Chat. Aber jetzt schauen wir mal auf das Spiel, denn Danny hat gerade eben zum ersten Mal den Ball gewonnen, versucht's dann mal über die rechte Seite. Ich bin gespannt, wie er jetzt ins Spiel reinfindet, denn was auch ein Faktor sein könnte, und das ist ein großes Könnte, dass wir jetzt seit 2 Wochen kein Spiel mehr hatten. Mal schauen, wer damit besser umgehen kann. Auf den ersten Blick ist Würzburg gut in der Partie drin. Spielt natürlich in den roten Trikots, der FCH in den blauen Auswärtstrikots, nicht, dass es da zu Verwechslungen kommt. Und wen sehe ich da? Meinen persönlichen Lieblingsspieler in FIFA, natürlich Merv Biancardi, ist immer für ein Tor gut. Mal schauen, ob es in diesem Angriff auch wieder klappt. Bin mal gespannt. Ja, das war ein unnötiger Ballverlust da über Burnic. Das gibt Würzburg jetzt viel Platz zum Kontern. Aber man muss Danny auch sagen, trotz Ballverlust steht er hinten wieder schnell relativ sicher und holt sich dann die Kugel auch wieder zurück. Jetzt kann es mal schnell gehen über die linke Seite. Über Schnatterer, der legt den Ball nochmal schön in die Mitte zu Burnic, der gerade eben mit dem Ballverlust, aber Danny lässt sich davon nicht beeindrucken, so zumindest mein Eindruck. Nimmt jetzt immer mehr und mehr das Spielgeschehen in die eigene Hand. Versucht es jetzt über Biancardi in den 16er zu kommen. Klar, das gewohnte Bild. Das erinnert irgendwie in FIFA so ein bisschen immer an Handball. Meiner Meinung nach auf jeden Fall. Immer viel um den 16er rum, bis dann einfach die perfekte Lücke gefunden wird. Und genau in diesem Modus ist Danny jetzt auch gerade. Da geht es mal in den 16er über Biancardi. Aber ja, auch gut gemacht von Dave, der da gut verteidigt. Und wieder so ein Fehlpass. Das kann teuer werden. Gegen Dave, auch wenn er bisher nur einen Sieg auf der Habenseite stehen hat, sollte man den Jungen keinesfalls unterschätzen, denn auch 9 Tore sprechen für sich. Klar, das ist jetzt nicht die beste Ausbeute, aber die musst du halt in der Virtual Bundesliga auch erstmal machen. Das spricht immer für Qualität, die er jetzt natürlich in der Offensive wieder zeigen will über die linke Seite. Mal schauen, wie Danny das jetzt verteidigt. Schön gespielt von Dave, das muss man ihm da lassen. Versucht es dann mit dem Elastico in den 16er mit viel Glück, aber Vitus Eicher ist da und hält das Ding. Jetzt nochmal Würzburg und wieder Danny so ein bisschen im Glück, dass er da noch in den Zweikampf kommt. Aber dadurch, dass Würzburg jetzt in der Offensive war, das weiß jeder Fußballer auch, sollte es dem FCH jetzt ein bisschen Platz zum Kontern geben. Und das versucht Danny jetzt auch. Ist schon am 16er angekommen über Marc Schnatterer. Jetzt der Ball auf Biancardi, mal ein bisschen mehr Platz auch über Pick. Aber da gilt das Gleiche wie die 30 Minuten zuvor auch. Würzburg steht hinten bisher sicher, hat noch gar nichts zugelassen. Und auch hier wieder gute Defensivaktion. Und
Jetzt geht es wieder schnell über die Seite. Das haben wir heute schon das ein oder andere Mal gesehen. Mal schauen, ob er da den Ball in den Raum spielt. Genau das macht er. Mal eine Flanke und der Abschluss. Das war richtig gefährlich. Und ganz ehrlich, so häufig sieht man das gar nicht, diese Flanken in FIFA 21. Zumindest bei den Profis. Das wäre vielleicht mal eine Frage für den Danny gleich. Ich bin mal gespannt, welche Antwort er uns darauf geben kann. Aber wir müssen jetzt erstmal den Fokus wieder auf Halbzeit Nummer 1 dieses ersten Spiels legen. Denn wir sehen hier eine absolut ausgeglichene und spannende Partie, in der wirklich ja alles passieren kann, zu jedem Zeitpunkt. Auch hier wieder gut gemacht von Dave. Ja, da versucht er in den 16er zu ziehen, aber jetzt passt Danny mal richtig gut auf. Versucht es jetzt auch mit ein bisschen mehr Ruhe hinten raus. Ja, da weiß er selber, wenn man ihm ins Gesicht schaut, der war dann doch ein bisschen zu risikobehaftet. Dieser Ball in den Lauf von Biancardi. Jetzt nochmal eine Ballbesitzphase für Danny, wenn er es jetzt schlau macht. Dann kann er damit vielleicht auch in die Halbzeit gehen oder er geht jetzt halt drauf und versucht nochmal wirklich was in der Offensive zu machen und das 1:0 zu erzielen. Ich bin mal gespannt, ob da gleich in der Halbzeit schon gewechselt wird. Vielleicht können wir auch nochmal die Zeit nutzen, uns seine Aufstellung anzuschauen, denn die hatten wir ja gerade eben nicht. Dann ging es doch relativ zügig los. Aber jetzt vielleicht nochmal die Möglichkeit für den FCH und das 1:0 in diesem Spiel, das wäre so elementar wichtig. Das steht, denke ich, außer Frage. Pick nochmal. Gesucht wird Merv Biancardi, aber auch in diesem Fall ohne Erfolg. Und jetzt geht's in die Halbzeit. Danny, ja, der ist nicht so richtig zufrieden, das sieht man. Da muss in Halbzeit 2 eine kleine Leistungssteigerung her, wenn es hier was mit den 3 Punkten im ersten Spiel gegen die Würzburger Kickers werden soll. Wir sehen schon, 2 Schüsse für Würzburg, 0 für den FCH. Ja, und klar, 4-4-2 dieses Mal bei Danny. Was sage ich da? Klar, so klar ist das gar nicht. Denn normalerweise wird ja auch häufig 5-2-3-1 gespielt und er eigentlich ja auch einer der Jungs, die das sehr gerne spielen. Dennis übrigens, den wir gleich noch sehen, der kennt sich mit diesem 4-4-2 bestens aus. Spielt es eigentlich ja, schon sehr häufig. Gewechselt wurde jetzt erstmal nicht in der Halbzeitpause. Es ist ein offenes Spiel. Jetzt vielleicht mal Biancardi. Aber Würzburg scheint sich richtig gut vorbereitet zu haben. Auch hier wieder. Als wüssten sie ganz genau, was Danny da versucht. Einfach ist das allemal nicht. Hier an der PlayStation 4 im ersten Spiel des heutigen Abends. Eine Großchance haben wir bisher gesehen und die gab es auf Seiten der Würzburger. Von Danny bisher noch nichts zu sehen in der Offensive. Und jetzt muss er in der Defensive aufpassen, denn jetzt kann es gefährlich werden. Aber da passt er auf, das war wichtig. Wenn der Ball durchkommt, dann kann es da mal ganz schnell klingeln. Spricht jetzt ja schon fast ein bisschen Frust auch schon aus ihm heraus. Das klappt noch nicht so, wie er sich das alles vorgestellt hat. Würzburg setzt sich im Drittel des ersten FC Heidenheim fest. Etwas mehr als 55 Minuten mittlerweile gespielt. Ball kommt wieder mal über die Außenseite. Geklärt zum Eckball. Ein bisschen Glück dabei für Danny. Oh, jetzt wird's gefährlich. 1:0. Also ich will nicht sagen, dass es absehbar war. Das wäre vielleicht ein wenig zu viel, aber
Ja, aufgrund der Spielanlage und auch der Torchancen, des Bemühens in der Offensive kann man schon davon sprechen, dass dieses 1:0 aus Würzburger Seite doch durchaus verdient ist. Und jetzt gilt es für Danny natürlich, Qualität auf den Platz zu bringen, sich nicht davon verunsichern zu lassen, irgendwie ins Spiel zu finden und hier vielleicht wenigstens noch einen Punkt mitzunehmen, wobei uns natürlich auch die bisherige Saison gelehrt hat. 60. Minute, 0:1, das heißt noch gar nichts. Klar, hier kannst du noch drei, vier Buden machen. Das ist rein theoretisch möglich. Aber du musst es halt auch eben machen. Ein Tor, sage ich mal so, wäre mir jetzt in dieser Situation schon genug. Aber wieder muss der FCH hinten aufpassen. Und jetzt vielleicht mal der Konter. Aber auch da muss er abdrehen. Die 1:0-Führung spielt natürlich Würzburg auch in die Karten, kann hinten etwas sicherer stehen. Und Danny muss jetzt natürlich auch höheres Risiko gehen, was wiederum Würzburg in ihrer Offensive mehr Platz gibt. Wie gesagt, das 1:1 zu diesem Zeitpunkt, es wäre schon sehr wichtig für den weiteren Spielverlauf. Und auch tabellarisch natürlich ein sehr wichtiges Spiel. Das steht außer Frage. Jetzt die Kontermöglichkeit. Aber auch hier zunächst nicht genug Druck aufs Tor. Schöner Elastico im 16er. Jetzt ist vielleicht mal ein bisschen Platz da schön rübergelegt. Die Chance muss er jetzt nutzen und das macht er auch. Und das ist die Qualität, von der ich gerade eben gesprochen habe. Es heißt einfach, wenn du nicht viele Chancen hast, auch mal die eine Chance zu nutzen und das macht er halt eiskalt. Und das zeichnet einen Spieler aus wie Danny. Das ist dann vielleicht auch der Unterschied, den er machen kann in einem solchen Spiel. Einfach mal die individuelle Qualität dann in einem Angriff wenigstens raufzubringen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob er da vielleicht sogar noch den Dreier mitnehmen kann. Sieht so aus, als hätte Danny da leichte technische Probleme. Eigentlich sollten wir da jetzt seine Aufstellung sehen. Aber das ist jetzt ja mal ganz wild. Im zweiten Anlauf dann mal vielleicht. Ne? Also, das kann ich durchaus nachvollziehen, dass er sich da jetzt aufregt. Ist natürlich jetzt auch interessant, wie damit umgegangen wird, wenn es hier so einen Fehler im Spiel gibt. Ja, klar, das ist jetzt schwierig. Was machen? Ich bin überfragt. Ich sag's euch ganz ehrlich, in so einer Situation jetzt nicht umstellen zu können, das ist natürlich doppelt bitter. Aber da muss er sich jetzt vielleicht durchkämpfen und umso wichtiger fürs Selbstverständnis wären dann auch entweder der eine Punkt oder vielleicht ja sogar drei. Da gilt es jetzt natürlich, die Daumen zu drücken und im Nachgang natürlich auch darüber zu sprechen. Das steht außer Frage. Was da los war im Spiel? Wie kommt es dazu, dass da sowas passiert? Das darf eigentlich im Wettbewerbsmodus nicht passieren. Aber zunächst der Blick auf die letzten 15 Minuten. Über den ganzen anderen Rest kann man danach sprechen. Und wenn du hier drei Punkte mitnimmst, dann rückt das alles ein bisschen weiter in den Hintergrund. Und die Möglichkeit hat Danny jetzt vielleicht mal über die linke Seite, über Biancardi im Zweikampf. Aber ja, nicht mit der nötigen Durchsetzungskraft, nicht mit dem Durchsetzungsvermögen. Und jetzt versucht er nochmal zu wechseln. Mal schauen, ob es jetzt wieder anders aussieht. Und ja, liebe Freunde der gepflegten FIFA-Unterhaltung, das kann nicht sein. Das muss man auch mal offen so ansprechen. Ist natürlich jetzt ungünstig für Danny. Ja, 13 Minuten noch irgendwie damit umgehen und dann im Endeffekt das Beste aus dieser Situation machen. Mehr kann man da Stand jetzt. Stand 18:16 nicht zu sagen. Aber jetzt ist er auf jeden Fall besser im Spiel. Das sieht man. Wieder über Biancardi
in Richtung 16er den Ball da nochmal zurückgelegt. Das war ja ein kleiner Leichtsinnspass vielleicht. Hoffen wir mal, dass das Würzburg nicht die Möglichkeit gibt, hier noch auf das 2:1 zu gehen, denn es sind nur noch 10 Minuten auf der Uhr. Aber gut gemacht von Danny wieder. Jetzt wieder über die linke Seite kommt. Jetzt kommt da genau den Pass. Den hatte ich im Kopf. Einfach mal in den Lauf. Da war ziemlich viel Platz auf der linken Seite. Und wie wir bei Danny gerade eben gesehen haben, eine Chance reicht zum Tor. Vielleicht braucht er halt eben nur noch eine einzige weitere, um hier auf 2:1 zu stellen. Es wäre mittlerweile verdient. Aber solche Pässe sind dann halt, und so ehrlich muss man auch sein, nicht zielführend. Weiter läuft Danny an. Das ist das Bild, das wir jetzt die letzten 20, 30 Minuten sehen von Würzburg. Seit dem Gegentor gar nichts mehr, außer Konterversuche und dann, so wie jetzt, halt eben die Bälle, die Danny herschenkt. Aus dem Spiel geht da bei den Kickers kaum noch was. Und Würzburg scheint zufrieden mit dem Punkt, so wie sie das Ding jetzt hier aufziehen. Enorm bitter für den FCH. Die ganze Problematik um dieses Spiel herum. Hoffen wir mal, dass es jetzt wenigstens bei diesem Punkt bleibt und nicht sogar noch schlimmer wird. Freistoß aus ganz gefährlicher Position und das schon in der Nachspielzeit. Also wie gesagt, jetzt gilt es nur noch zu hoffen, dass das ganze Ding hier nicht noch schlimmer wird. Lattentreffer und Abstoß. Und damit sollte das Spiel durch sein. Das ist auch der Fall. Und jetzt, ja, bin ich wirklich mal gespannt, was Danny auch zu der ganzen Situation sagt. Denn ja, das, was wir jetzt gerade eben gesehen haben, diese Wechselproblematik. Das ist mir noch nicht bekannt gewesen vorher und so wie ich ihn gesehen habe, ihm auch nicht. Ich gehe jetzt mal rein zum Interview und bin gespannt, was er jetzt dazu sagt. Danny, 1:1 im ersten Spiel, schön und gut, aber reden wir mal bitte am Anfang darüber, was da gerade eben bei den Wechseln los war. Fehler im Spiel, sowas habe ich tatsächlich auch nicht vorher schon mal gesehen. Ja, also erstmal 1-1, ja, ging auf jeden Fall mehr. Gegner war jetzt nicht überragend, sag ich mal. Hab gemerkt halt, dass er nervös war. Da bin ich etwas enttäuscht, dass ich nur 1-1 gespielt habe. Aber ja, zum Fehler, sowas gab es schon mal letztes Jahr in FIFA 20. Und jetzt sehe ich das zum allerersten Mal in FIFA 21 und gerade dann, wenn ich halt spiele. Und es ist einfach nur Pech. Ich konnte meine Spieler nicht auswechseln. Ich habe die gegnerische Aufstellung gesehen, die gegnerische Spieler und ich konnte quasi, vielleicht konnte ich die gegnerischen Spieler auswechseln, aber das bringt mir halt so nichts und keine Ahnung. Echt ein Scheiß. Ja, absolut. Ja, wilde, unnötige Situation. Aber trotzdem, lass uns das mal ganz kurz ausblenden und vielleicht wirklich kurz aufs Spiel schauen. Ja. Gerade in der zweiten Halbzeit nach dem 1:1 hast du richtig Druck gemacht. Wo kommt es her, dass man dann auf einmal nach so einem Tor wirklich dann ja, spielangebend ist? Ist es dann ein anderes Selbstverständnis, mit dem man dann auch spielt? Ja, das ist alles nur Kopfsache. FIFA ist einfach nur Kopfsache. Zum einen gibt es noch, also zum einen Kopfsache, zum anderen noch Momentum. Das kennt wahrscheinlich jeder FIFA-Spieler.
Sobald man irgendwie ein Tor geschossen hat, dreht sich das Ganze. Und ja, nach dem 1-1 hatte ich mehr Spielanteile, konnte aber nichts irgendwie draus machen und ja, keine Ahnung. Gut, dann danke erstmal, dass du Rede und Antwort gestanden hast. Kein Für Problem. euch da draußen geht es jetzt gleich weiter mit dem zweiten Spiel des heutigen Abends. Dennis muss auch noch antreten, dieses Mal an der Xbox. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, ihr bleibt dabei und sagt bis gleich, Leute. So Leute, zurück am Kommentatorenplatz und zurück natürlich mit dem zweiten Spiel des heutigen Abends. Alexandros Viper Drazidis gegen unseren Dennis Müller. Schauen wir mal kurz klar, ihr seht schon, Xbox am Start, das ist das zweite Spiel des heutigen Abends. Hoffen wir mal auf, naja, ein bisschen mehr Normalität nach dieser wilden Geschichte, die wir da gerade eben gesehen haben im ersten Spiel zwischen Dave und Danny. Ja, mal schauen, ob das noch irgendwelche Konsequenzen hat oder nicht. Ich meine, im Endeffekt spielst du 1 zu 1, du nimmst den Punkt mit, ja, machst wahrscheinlich das Beste aus einer misslichen Situation, aber gerade davon sollte sich Dennis jetzt nicht beeinflussen lassen, denn schaut man auf die Stats, wird es heute ein ganz schwieriges Spiel für ihn. Der Viper, der hat 14 Tore und 5 Siege. Dennis 8 Tore und 3 Siege. Und übrigens, Alexandros
Der hat einen Lauf, kann man schon fast sagen. 7 Punkte aus den letzten 3 Spielen, gleichbedeutend damit natürlich auch seit 3 Spielen ungeschlagen. Und nach diesem 1:1 von Danny, ja, da muss Dennis jetzt schon mal performen, muss man sagen. Also schaut mal, Leute, ich will es ganz ehrlich sagen. Ich habe es euch vorm Spiel gesagt. Klar, von der Ausgangslage her ist das hier eine klare Sache. Zweiter gegen Elfter. Aber das ist halt wie im echten Fußball. Da kann der Elfte den ersten schlagen, der Elfte den zweiten und auch andersherum. Und genau so eine Partie haben wir gerade eben gesehen. Ein Spiel auf Augenhöhe. Und dementsprechend, meiner Meinung nach, klar, wir haben diese Wechselproblematik, die vorhanden ist. Aber meiner Meinung nach ein ja doch leistungsgerechtes Unentschieden. Insofern bin ich umso gespannter, was Dennis jetzt gleich auf der Konsole zaubert. Übrigens nochmal kurz die Informationen für euch, die nach diesem Spieltag wichtig sind. Denn falls ihr jetzt gerade eben erst eingeschaltet habt, das ist der letzte Spieltag, beziehungsweise das ist das letzte Spiel an diesem Spieltag, den wir auch übertragen. Denn das zweite Spiel am heutigen Abend ist ein sogenanntes Featured Match. Sandhausen gegen den ersten FC Heidenheim. Das hat natürlich nicht nur in echt eine gewisse Brisanz, sondern auch auf der Konsole. Deswegen das Spiel auf dem offiziellen Kanal der VBL, VBL-Official nennt sich dieser Kanal. Sobald wir hier mit der Übertragung durch sind, heißt es für euch also rüberwechseln und da das zweite Spiel bzw. den zweiten Spieltag schauen und dann dort für unsere Jungs die Daumen drücken. Aber solange ihr noch hier seid, Leute, haut die Fragen in den Chat. Ich kann es nur mal ums Mal sagen. Ich freue mich drauf, was von euch zu hören. Und jetzt geht es dann gleich bei Dennis auch los. FIFA ist auf jeden Fall schon mal am Start. Nach dem, was wir da gerade eben gesehen haben, kann man sich da ja auch bei gar nichts mehr so richtig sicher sein. Jetzt kommt dann wahrscheinlich gleich der Invite und dann da es losgehen. Ja, ich bin mal gespannt. Lass uns doch mal ruhig über die Formationen sprechen. Dennis spielt ja eigentlich immer 4-4-2. Danny, den wir gerade eben gesehen haben, ist ja eigentlich ein 5-2-3-1-Spieler, aber auch mit 4-4-2. Mal schauen, ob Dennis jetzt auch eine andere Formation wählt, wie sonst gewöhnlich, oder ob wir ihn heute im gewohnten 4-4-2 sehen werden. Da bin ich schon mal gespannt und klar. Das hat dann natürlich auch was mit der Spielausrichtung zu tun. Das steht außer Frage. Insofern, lassen wir uns mal überraschen, was da jetzt gleich kommt. Sind noch nicht im Start. So, jetzt hoffe ich, dass der Dennis wenigstens die 3 Punkte. Also Leute, ihr hört es auch im Hintergrund. Die Hoffnungen sind groß, dass Dennis jetzt die 3 Punkte mitnimmt. Ich hoffe, bei euch zu Hause sieht das genauso aus. Ihr drückt die Daumen. Insofern, ja, darf es jetzt dann gleich auch losgehen. Ich bin satt zu warten, Leute. Ich bin heiß aufs zweite Spiel. Ich habe richtig Bock. Und jetzt mal wieder auf richtig gutes FIFA. Und mit Dennis habe ich gerade eben auch noch mal ganz kurz vorm Spiel gesprochen. Der ist heiß. Und jetzt habe ich gerade eben gesehen, okay, Invite ist am Start. Deswegen darf es dann jetzt gleich auch losgehen mit dem zweiten Spiel des ersten Spieltags, respektive des 11. dieser Saison. Genau, Bambus S04, Servus, Grüße an dich. Genau, richtig. Dass das 2 gegen 2 ausfällt. Das liegt an Corona. Klar, auch im E-Sport wird hier darauf geachtet, die Hygieneregeln einzuhalten. Und dadurch, dass dieses 2 gegen 2 wegfällt, kannst du natürlich auch Ansteckungsrisiken minimieren. Aber ihr müsst euch keine Sorgen machen, denn das fällt nicht für immer weg. Der 13. Januar ist da für euch Stichtag, denn da sehen wir sowohl das Doppel aus diesem Spiel, Würzburg gegen Heidenheim, als auch von dem noch kommenden Spiel. Da sehen wir auch nur zwei Einzel, Sandhausen gegen Heidenheim. Wie gesagt, beide am 13. Januar. Da darf man dann natürlich auch gespannt sein. Vor allem, natürlich, klar, weil der FCH das beste Doppel
der Liga stellt mit Danny und Certinho. Bisher echt unglaublich, richtig, richtig gut unterwegs. Denn bisher gab es für die Jungs nur eine Niederlage. Das war gegen den Tabellenführer aus Leipzig. Und jetzt sehe ich, dass es dann gleich losgehen darf, hoffe ich mal. Der Viper lässt sich Zeit. So Leute, also, wir sehen einen schwarzen Bildschirm. Das könnte auf leichte technische Probleme hinweisen. Und klar, gebe ich natürlich auch die Frage weiter, ob das mit der Maske eine Problematik darstellt. Ja, gute Frage eigentlich. Habe ich mir in der Form so auch noch nie Gedanken drüber gemacht. Wenn ich zu Hause sitze und FIFA zocke, zocke ich ja logischerweise immer ohne Maske. Interessant. Ich bin mal gespannt, was er da gleich zu sagt. Der Gegner muss einladen. Und ihr hört es, Leute. Der Gegner muss einladen. Also, der Viper lässt sich Zeit. Wie gerade eben schon mal gesagt, wir sitzen so ein bisschen auf heißen Kohlen. Ich bin bereit und warte auf das Spiel. Und das Gleiche gilt natürlich auch für euch, denke ich, und sowieso für Dennis auch. Sicherlich auch, klar, eine schwierige Situation. Der sitzt da jetzt auch schon die ein oder andere Minute drin vor der Konsole und wartet. Also da hast du natürlich viel Zeit, dir Gedanken zu machen. Werden hier nochmal so ein paar Sachen in den Einstellungen gecheckt und da ist gerade eben die Einladung gekommen und jetzt darf es dann bitteschön auch losgehen. Spiel 2 Würzburger Kickers gegen den ersten FC Heidenheim. Spiel 2 Alexandros Drazidis gegen Dennis Müller und das Ganze natürlich wie gewohnt auf der Xbox. Heidenheim in Blau, Würzburg in Rot. Das ist das gewohnte Bild, was wir kennen. Und ja, ich sehe es schon. Viererkette bei Dennis, Biancardi vorne drin. Das ist jetzt das, was ich auf den ersten Blick erkennen konnte. Jetzt gilt es sich da natürlich nochmal ein bisschen anzupassen. Wer ist sonst noch so am Start? Schnatti, Maxi Thiel, Pornit, Schöpner, Picky, Rittmüller, Buschi, Föhre und Teuer und im Tor natürlich, wie gewohnt, Vitus Eicher. Darauf sind wir jetzt ja schon oft genug eingegangen, warum er als Nummer 1 bei FIFA gesetzt ist. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, ich sag's nur ganz kurz. Er ist einfach einen Zentimeter größer und es gibt im Spiel einfach einen kleinen Vorteil. Deswegen halt nicht die eigentlich etatmäßige Nummer 1 Kevin Müller, sondern halt eben Vitus Eicher. Und jetzt bin ich mir relativ sicher, dass wir nicht mehr so lange warten müssen. Die Aufzeichnung ist auch gestartet. Klar, taktische Analyse zum Beispiel ist ja auch ein wichtiger Faktor. Also für den einen oder anderen, der jetzt denken möchte, okay, die spielen ja auch nur FIFA. Denkst du, also die sind da wirklich jeden Tag top unterwegs. Taktische Analyse, Gegneranalyse, das sind alles sehr, sehr wichtige Faktoren. Und wenn du das eben richtig anstellst, dann hast du halt auch einen gewissen Vorteil im Spiel. Und auf den darf man auch bei Dennis jetzt hopfen. Denn, wie ich unter der Woche gehört habe, wurde das ausgiebig betrieben. In den vergangenen 2 Wochen genug Zeit war ja allemal. Und
Und jetzt geht's los. Würzburg stößt an und bringt die Kugel in die Partie von links nach rechts. Unser FCH in Blau. Von rechts nach links. Immer natürlich ein wichtiger Faktor zu Anfang des Spiels. Wie lange hält der anstoßende Spieler die Murmel in den eigenen Reihen? Da kann man dann immer schon so ein bisschen erkennen, in welche Richtung es in diesem Spiel geht. Deswegen Obacht, Dennis, vor allem wenn es jetzt direkt das erste Mal zum Angriff kommt. So, 3 Minuten Ballbesitz für den Viper. Ja klar, das ist jetzt nicht die längste Zeit, spricht erstmal für Dennis. Aber das, was er jetzt in den ersten 3 Minuten gezeigt hat, muss er natürlich auch auf dem Platz umsetzen. Erste Möglichkeit, jetzt kann er mal direkt über Thiel in den 16er spielen, versucht er nochmal rüberzulegen. Aber da ist Würzburg dann aufmerksam und kommt jetzt schnell über die rechte Seite. Gut, dass Dennis da aufpasst, das ist natürlich klar. Das Risiko. Wenn du 4-4-2 anstatt von 5-2-3-1 spielst, stehst du hinten offener. Aber ich glaube, das ist ganz normal. Wenn du vorne einen mehr hast, hast du halt hinten einen weniger. Das gehört halt zum Leben dazu. Über die linke Seite, über Teuerkauf und über Thiel, schöner Übersteiger. Erstmal ein bisschen Sicherheit ins Spiel kriegen. Und ich glaube, Dennis, ja, der macht das da gar nicht so schlecht. Über Schöppner und Merv Biancardi. Der Gegnerdruck am 16er, das fällt jetzt schon auf. Nicht so hoch wie im ersten Spiel. Da hat der Viper sich also für eine andere taktische Orientierung entschieden. Jetzt geht es wieder über die rechte Seite bei Würzburg und ähnlich wie in Spiel 1, es ist eine ausgewogene Partie. Hier kann in den jetzt noch verbleibenden 75 Minuten doch einiges passieren. Jetzt der FCH wieder im Angriff über Burnic. Und Thiel. Jetzt spielt er natürlich klassisch um den 16er herum, das kennt man. Es gilt, die Lücke zu finden. Mal schauen, ob es ihm bei diesem Angriff gelingt. Was sich durchs Spiel der beiden Würzburger zieht, das ist die gute defensive Grundordnung, die auch bei Drazidis zunächst zu funktionieren scheint. Und aus dieser ja, schon sehr, sehr guten defensiven Grundordnung kommen dann immer wieder offensive Nadelstiche. So wie jetzt auch wieder schöner Ball in den Lauf. Gilt es jetzt umzusetzen und dann irgendwie in den 16er zu kommen. Jetzt wird es gefährlich, aber Eicher ist da. Aber beim zweiten Mal kann auch der nichts mehr machen. 0-1. Also bisher, ja, ein Abend zum Vergessen für die Jungs des FCH. Aber Danny hat gerade eben gezeigt, die Qualität im Kader ist auf jeden Fall da. Und auch hier, wenn man was Positives sehen will, dann ist es halt die Spielzeit. 25. Spielminute, da ist noch reichlich Zeit, was für Dennis zu machen. Und ich hatte nicht den Eindruck, als wäre er hier schlecht in das Spiel gestartet. Das keinesfalls. Schon sogar vielleicht ein bisschen besser in der Partie. Aber es gilt halt, diesen Abwehrblock zu knacken. Und das ist so schwierig. Hat da immer wieder genug Platz, aber kommt nicht so richtig von der Stelle. Im letzten Drittel verdichtet Würzburg unglaublich, mischt schon fast Beton an. Biancardi jetzt mal, jetzt immer noch die Möglichkeit und erster Eckball für den FCH. Aber die kurze Variante... Die wurde zunächst nicht genutzt, aber der Ballgewinn, aus dem könnte ja vielleicht mal was herausspringen. Aber da steht er wieder, der Abwehrblock der Würzburger Kickers.
Und so können sie es dann halt selber auch wieder in der Offensive probieren. Also gilt das Gleiche wie in Spiel 1. Führst du 1 zu 0, dann macht es dir das natürlich um ein Vielfaches einfacher. Wieder Würzburg, schöne Aktion in den 16er rein. Wenn jetzt der Pass kommt, wird es gefährlich. Aber in letzter Situation kann Dennis da doch noch klären. Jetzt mal der versuchte Ball auf Biancardi. Bei Würzburg, ja, die sind ja, schon fast perfekt auf den FCH eingestellt. Die scheinen zu wissen, wo sie die Stellschrauben anpacken müssen. Wieder geht's über links. Auffällig eigentlich, dass wir das bisher in diesem Spiel noch nicht so häufig gesehen haben, denn das scheint eigentlich ganz gut zu funktionieren. Aber was sage ich da? Kaum will ich euch was erzählen, sagt Dennis. Nee, nee, nicht mit mir. Vielleicht wichtig, jetzt nochmal vor der Halbzeit einmal einen offensiven Akzent setzen zu können. Auch fürs Selbstvertrauen, aber keine Nachspielzeit. Dementsprechend der Pfiff zur Halbzeit und der Gang in die Kabinen. Da muss er sich erstmal erheben und so ein bisschen den Schock verdauen. Sag mal, was ist denn hier heute eigentlich los? Schauen wir mal kurz auf den Ballbesitz. Der spricht eindeutig für den FCH. Die Zweikampfwerte auch. Aber halt eben die Tore. Die stimmen nicht. Und das ist das, was am Ende im Fußball entscheidend ist. Was erzähle ich euch da? Das hat wohl jeder auf dem Schirm. 45 Minuten Zeit, um einen, ja, sonst, und das kann man auch schon so sagen, verbockten Spieltag noch zu retten. Dennis ist bereit. Jetzt gilt es nur noch zu warten, bis Dracidis auch am Start ist. Und dann gilt es jetzt nochmal 45 Minuten an diesem Spieltag Vollgas zu geben, um irgendwie noch was mitzunehmen. Also ich meine, man darf ja auch ruhig ehrlich sein, wenn du jetzt hier das Spiel noch drehst, am Ende 4 Punkte mitnimmst und das mit diesen Komplikationen, die wir auch im ersten Spiel gesehen haben, dann ist das vollkommen in Ordnung. Wenn du aber nach 2 Spielen gegen Würzburg mit einem Punkt dastehst, dann ist es schon eine andere Geschichte. Hoffen wir mal, dass Dennis es nicht so weit kommen lässt. Über Biancardi im 16er, aber da fehlt heute vielleicht auch einfach ja, dieses Matchglück, dieses Spielglück. Da ist immer ein Würzburger in ja, schon fast letzter Sekunde dazwischen. Und jetzt natürlich viel Platz, weil Dennis auch offensiver spielen muss. Da ein bisschen im Glück, dass er da noch in den Zweikampf kommt. Sonst geht Würzburg alleine aufs Tor zu. Und das lassen sich die Profis, die sie nun mal sind, im Normalfall nicht mehr nehmen. Dieses 1 zu 1 gegen den Torhüter. Und Würzburg kommt mit mehr Druck aus der Kabine. Und jetzt mal die Möglichkeit, vielleicht zu kontern nach diesem Ballgewinn. Richtig gut gemacht. Jetzt setzt er sich da gut durch, kann in den 16er ziehen. Jetzt muss irgendwas daraus werden. Aber der Abschluss. An dem hakt's. Eckball jetzt. Komm, Junge. Mach das 1 zu 1, dann haben wir ein offenes Spiel. So nicht. Eigentlich keine schlecht getretene Ecke, aber Würzburg denkt mit. Dracidis denkt mit. Und kann sich jetzt wieder in der FCH-Hälfte festsetzen. Klar, das ist jetzt natürlich ein Ding fürs Phrasenschwein, aber hast du den Ball? Und jetzt wollte ich gerade sagen, kann der Gegner keine Tore machen, aber da ist er selber fast dabei, das 2 zu 0 zu machen. Und so wie das Spiel bisher läuft, wäre das auf jeden Fall der Deckel auf dem Topf für mich.
Jetzt muss Dennis natürlich auch aufpassen, dass er in der Offensive nicht overpaced und dadurch hinten zu offen steht. Der Fokus muss jetzt zu 100% da sein. Auch hier eigentlich der Ballgewinn, der dann aber wieder bei Würzburg landet. Etwas weniger als 30 Minuten noch auf der Uhr und gibt das den nächsten Eckball für Würzburg. Ja, genau so sieht's aus. Und jetzt schauen wir mal, ob das mit den Wechseln auf der Xbox besser funktioniert als auf der PlayStation. Ja, wenigstens das funktioniert. Klar, jetzt wird hier auch in den Anweisungen ein bisschen umgestellt. Jetzt wird es alles sehr viel offensiver. Dennis weiß natürlich auch, jetzt muss noch mal was kommen in den letzten verbliebenen 25 Minuten Spielzeit. Pick. Jetzt mit dem Wechsel. Und jetzt der Eckball. Ja, sieht verzweifelt aus. Die Frage ist, woran liegt es heute? Das gilt es natürlich nach diesem Spieltag zu analysieren, aber natürlich auch wichtig, hiernach wartet ja noch ein Spieltag und zwar gegen Sandhausen. Das übrigens für euch auch nochmal der Tipp, wenn dieses Spiel vorbei ist, wir das Interview gemacht haben, dann beenden wir den Stream. Jetzt schauen wir mal kurz auf die Ecke, aber Eicher ist zunächst da und kann klären, aber Würzburg weiterhin im Ballbesitz. So, jetzt der FCH, also um das von gerade eben zu Ende zu bringen. Wenn das Interview durch ist, dann beenden wir bei uns den Stream, denn dann gibt es ein Featured Match und das wird dann übertragen auf der offiziellen Virtual Bundesliga Seite respektive dem YouTube-Kanal und zwar unter VBL-Official. Jetzt schauen wir mal in die Offensive, aber auch den macht Dennis nicht rein. Es ist wie verhext. Der muss eigentlich sitzen. Jetzt nochmal die Möglichkeit über Biancardi. Jetzt muss er rüberlegen und dann muss das 1:1 sein. Wichtiges Tor zu einem unglaublich wichtigen Zeitpunkt. 22 Minuten noch auf der Uhr und jetzt haben wir natürlich eine ganz andere Spielsituation. Jetzt muss Dennis nicht mehr unbedingt ins letzte Risiko gehen. Steht dadurch natürlich auch in der Defensive wieder etwas sicherer, etwas geordneter. Oder sagt er sich, jetzt gehe ich alles oder nichts und nehme die 3 Punkte mit, um dann diesen Spieltag doch noch irgendwie erfolgreich abzuschließen. Ich bin gespannt, was er jetzt mit den letzten 20 Minuten anfängt. Erstmal wieder Würzburg nach dem Anstoß jetzt. Mit der Bemühung, dieses Gegentor wettzumachen. Ist das abseits? Ja. Und das wäre natürlich ganz gefährlich geworden, aber ich glaube, das hat man schon im Ansatz erkannt. Mal schauen, ob es jetzt ähnlich abläuft wie im ersten Einzel zwischen Dave und Danny, in dem sich Dave dann irgendwann richtig tief reingestellt hat und nur noch Danny das Spiel gemacht hat. Es geht über Schnatterer. Über Schöppner und über Brunic. Versucht er den Ball, ja, fast schon mit dem Kopf durch die Wand, einfach an allen vorbei. Aber das funktioniert nicht. Würzburg jetzt wieder in der Offensive. Mal schauen, ob sie sich noch eine Chance erspielen können. Jetzt wird's gefährlich. Weil die Viererkette kurz nicht sortiert war. Jetzt viel Unglück und der Abschluss und das 2:1 für Würzburg. Mensch, war das unglücklich. Da geht der Ball durch den Heidenheimer Spieler durch. Und das gehört dann irgendwie auch zu so einem Spieltag dazu. Wenn es nicht läuft, dann aber auch mal volle Pulle. 10 Minuten noch auf der Uhr. Dennis stellt auf offensiv um, jetzt also fast schon alles oder nichts, denn sind wir mal ehrlich, fängst du dir hier das 3:1, dann macht es auch nicht so einen großen Unterschied, umso mehr, wenn du hier irgendwie zum 2:2 Ausgleich kommst und auch Chancenverwertung wird ein Thema sein. Würzburg, sag mal, was machen die denn da hinten? Die spielen aber risikobehaftet. Und jetzt klären sie das Ding
hinten raus. 5 Minuten noch auf der Uhr. Jetzt muss irgendetwas passieren. Jetzt kann etwas passieren über Biancardi mit der nächsten Chance. Und es gibt erneut Eckball für den ersten FC Heidenheim. Jetzt ein Doppelwechsel bei Würzburg. Aber das spielt jetzt nicht mehr die größte Relevanz, denn für Dennis gilt jetzt nur noch eins. Irgendwie noch eine Chance kreieren und vors Tor kommen. Biancardi, das macht er richtig gut. Da ist die Chance, da ist das 2:2. Und was für ein packendes Spiel heute hier im zweiten Einzel von Würzburg gegen Heidenheim. So, jetzt nimmst du den Punkt mit, wenn alles gut läuft. Die Frage ist, welche Schlüsse ziehst du daraus? Natürlich auch wieder eine komische Situation. Vielleicht Dennis jetzt mit der Möglichkeit doch noch das 3:2 zu machen. Dennis schon wieder im 16er mit dem Abschluss. Aber da kann Würzburg in letzter Situation klären. Eckball nochmal. Dennis setzt sich jetzt vorne fest, will jetzt den Dreier über Biancardi, der sich da wieder schön durch den 16er durchdribbelt. Immer noch Biancardi. Mal schauen, was er da jetzt draus machen kann. Da sucht er die Anspielstation, findet sich nicht, entscheidet sich vielleicht ein bisschen zu früh für den Abschluss, kann dann doch noch geblockt werden. Und jetzt 2:2 und wenn ich auf die Uhr schaue, dann sieht das wohl nach dem Endstand aus. Also was da bei Würzburg los ist, weiß ich nicht so ganz genau. Vielleicht jetzt nochmal die Möglichkeit über Biancardi. Biancardi kann in die 16er ziehen, zieht ab! 3:2 für den FCH und damit haben wir hier 4 Punkte aus einem eigentlich verkorksten Spiel. Sag mal, bist du denn verrückt? Und man muss auch mal ganz ehrlich hinterfragen, was da bei den Würzburger Kickers los ist. Denn so wie das gerade eben aussah, sah das schon fast nach einem Spielfehler oder nach dem Controller aus. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich frage jetzt mal bei Dennis nach. Und der weiß dazu sicherlich mehr. Jetzt muss ich erstmal ganz kurz runterkommen. Bis gleich, Leute. Dennis, 3:2 und ebenso wild, wie es gerade eben im ersten Spiel war, war es jetzt auch am Ende bei dir. Das sah alles irgendwie nach einem Disconnect aus, oder? Wie hast du das gesehen? Keine Ahnung, was da los war am Ende. Irgendwie, er spielt ganz hin und her mit dem Torwart, Verteidiger, dann schießt er den Ball nach vorne und dann steuert er auch seine Spieler nicht mehr. Keine Ahnung, was das war, aber nimmt man mit den Spielverlauf am Ende. Ja, 3:2 gewonnen. Ich glaube, man darf schon sagen, dass es glücklich war, aber sei es drum, schließlich hast du ja auch zweimal einen Rückstand aufgeholt. Spricht auf jeden Fall für die Moral, die wir hier auch in der Truppe haben, oder? Ja, auf jeden Fall. Es zeigt einfach, dass man niemals aufgeben darf, bei egal welchem Spielstand. Und ja. Gut, dann sage ich danke für deine Antworten und für euch gilt jetzt das, was ich hier die ganze Zeit angepriesen habe. Wechselt ruhig auf den YouTube-Kanal der virtuellen Bundesliga, denn da seht ihr das zweite Spiel. Da spielen wir nämlich gegen Sandhausen und ich glaube, da sind auf jeden Fall auch noch ein paar Punkte für unsere Jungs drin. Ich freue mich drauf, ich schaue es mir jetzt gleich an. Ich hoffe, ihr auch. Sagt ciao, eine frohe Weihnachten für euch alle, einen guten Rutsch und bis zum nächsten Mal dann im neuen Jahr 2021.